So, meine Damen und Herren, herzlich willkommen zurück hier bei Simrace.TV zur letzten Stunde des 12-Stunden-Rennens in Laguna Seca im Rahmen der internationalen GT3 Endurance Multileague von Simracing.org. Und wir dürfen mal sehr gespannt sein, was hier jetzt abgeht. Es ist eigentlich zu ziemlich, ja, die Positionen sind gezogen. Wo es wirklich noch spannend ist, ist der Fight um Position 2 zwischen KZ-Teile 24 Simracing Team 1 und Accuri Sim Motorsport AMR 177. Diese beiden Teams sind innerhalb einer Runde und auch Skype Racing 1 mit Tomek Kempf ist noch, ja, ich sag mal, mit einer Runde zurück, noch in Schlagdistanz. Also wenn ich das allerdings sehe, sind das eine Runde und 54 Sekunden. Also das ist dann eher unwahrscheinlich, dass da noch was passiert. Wir werden mal sehen, was uns hier erwartet. Also ich bin mal sehr, sehr gespannt. Christoph, natürlich auch an dich. Herzlich willkommen zurück. Ja, wunderschönen guten Glück und hallo liebe Zuschauer, die sich das jetzt entweder jetzt live angucken oder im On-Demand-Bereich stellen. Ja, wir haben spannende 11 Stunden, wenn ich jetzt schon hier stehe. Spannende 11 Stunden gesehen und man muss sagen, sehr, sehr wenige Ausfälle, also und vor allem sehr, sehr wenige Disconnects. Bin mal gespannt, dass es in der letzten Stunde genauso sein wird. Christoph, ich werde jetzt nochmal versuchen, hier was umzubauen, umzustrecken, umzustecken und ich hoffe, dass das dann klappt. Ja, dann übernehme ich so lange. Das war das Stichwort denn dafür. Ich gucke gerade mal, ich weiß gar nicht, wo sind wir jetzt aktuell drauf. Erkenne ich nicht, das Auto ist eine Wiper und die TR, wenn ich das richtig kenne. Ah, das ist hier Ronny Hähne. Ja, der führt mit 4 Runden. Das ist dann natürlich doch schon eine Hausnummer, ein bisschen. Aber ich hatte doch eben gerade noch 2 km, zumindest war es von dem Abstand her sehr knapp. Also, das waren die beiden Federer Sport Poland Fahrzeuge, aber eins ist jetzt davon gerade in der Box. Dann gucken wir uns mal. Ja. Den eigentlich auch schon wieder erledigt. KRS SSR Motorsport, da war der Abstand eben ziemlich knapp. Es wäre eine Entrundung denn gewesen. Aber das könnte jetzt gleich interessant werden, weil Airfactor Sim Motorsport mit dem Sergio Mangula, ich glaube, ich habe es richtig ausgesprochen, ist da jetzt vorbeigegangen an den Ingo Schmidt sitzt da in den McLaren drin, der sich da eben gerade gedreht hat. Bin mal gespannt, ob der Ingo da rankommt von den letzten Rundenzeiten. Okay, das war ja mit dem Dreher, müssen wir mal auf die nächste warten. Und ja, ich habe einen Interviewgast. Ach nee, das ist der Lutz. Nee, der Lutz ist jetzt hier zweimal und ich hoffe, ich bin jetzt wieder vernünftig. Also dann liegt es definitiv am Notebook. Keine Ahnung, also das Headset ist eine Heile. Jetzt weiß ich nicht, über was ich mehr freuen soll, dass das Notebook im Arsch ist oder der Kopfhörer noch geht. Aber egal. Ja. So, ich glaube, jetzt erstmal alles soweit gesagt. Wir sind hier schon noch in einigen Zonen, wo ich sage, naja, hier geht noch ein bisschen was. Wir haben noch etliche Teams, wie zum Beispiel ja, Panzer Motorsport Notox 2 in einer Runde. Wir sind noch mit Feder Sport Poland 1 und Simracing Team 2 in einer Runde. Wobei Federsport Poland eine Runde dazu bekommen müsste noch. Das muss ich aber noch mit Sebastian Röhn klären. Ich weiß jetzt nur nicht, ist der gerade im Auto? Nee, Ronny Hennel fährt. Ich hoffe, der Sebastian, der Kuba und der... Ach nee, Sebastian ist schon oben, genau. Kuba diskutiert jetzt gerade mit ihm. Der Sebastian weiß über den Vorfall Bescheid. Gab es irgendwelche Ansagen bezüglich einer Funktion im Plugin, wo das Ganze nicht funktioniert und die Jungs haben das halt so gemacht, haben sie ein Problem.
Also das werden wir jetzt sehen. Da könnte es noch Verschiebungen geben. Genau. Deswegen werde ich mal hier mit meinem Support-Handy gehen. Was denn beinahe gebannt? Das wäre ja was noch geworden zum Schluss. Naja, egal. Weiß. Ich weiß jetzt natürlich nicht, wie unsere spanischen Kollegen jetzt das Standing gemacht haben. Ich würde mal sagen, wir haben es jetzt 23.08 Uhr. Einen wunderschönen guten Abend an alle die, die vielleicht gerade erst eingeschaltet haben oder erst wieder eingeschaltet haben. Aber dafür heute Mittag schon mal oder Nachmittag, Frühabend, whatever, geguckt haben. Wir machen mal aktuell das Standing und das ist, ja, wie eben schon mal erwähnt, Motox Racing, ein 4KZ-Teile 24, Sim Racing 1. Auf der 3 habe ich denn, was wir auch haben, Accuracy in Motorsport AMR 177 oder 177, wenn von der Startnummer her so ist. Auf der 4 Skype Racing, Skype Team Racing 1, auf der 5 Freeride Motorsport, auf der 6, das ist das Team, KZ-Teile 24 Sim Racing Team 3. Und jetzt möge man mich bitte verbessern, Dominik. Wir haben, beziehungsweise ich hatte ja früh abends erzählt, dass der Dominik Breyer, sagt vielleicht einigen was im Sim Racing, ist ja auch im realen Motorsport im Kart unterwegs, unterwegs vor allem, dass er ja gewechselt ist von Banzai Motorsport auf KZ-Teile 24. Ich weiß jetzt aber nicht, aber ich glaube, er wird ab dem nächsten Rennen bei Team 3 denn aushelfen. Das kann mir der Dominik mit sicher selber gleich mitschreiben. Auf der 8 haben wir also aktuell Feder Sport Poland 1. Auf der 9 haben wir dann Lotox Racing 2. Auf der 10 Banzai Motorsport. Auf der 11 Kfz-Teile 24 Sim Racing Team 2. Da fährt der Sven Heine aktuell. Okay. Ich dachte, der Sven Heine wollte gar nicht mehr hier fahren, weil auch wieder, ne? Und damals solche Geschichten. Egal. Auf was, wieso? Weiß ich jetzt nicht. Was meinst du? Hat er nicht mal erzählt, er fährt hier nicht mehr, weil da irgendwie mal was war. Und auch mit keine dem Ahnung. Connect. Nee? Weiß ich, das weiß ich nicht. Also das ist mir an mir vorbeigegangen. Also ja. Aber an den Dominik Breyer mal ein kleiner Hinweis. Also ich höre mich sehr, sehr deutlich, auch wenn Autos vorbei, sogar wenn ich im Cockpit sitze. Also das sollte jetzt funktionieren mit der Lautstärke. So, wo war ich? Bei Dominik Breyer. Oh. Wer weiß, Sven Heine. Ja, der ist auch gerade disconnected. Scheiße. Oh. Natürlich bitter. Da hat er sich wahrscheinlich jetzt gleich gerade mal erschrocken. Und wieder bin ich schuldig. Ja. Kann ich mir wieder was anhören im Nachhinein? Ja. Gut, wie auch immer. Also ich weiß jedenfalls davon nichts. Und ist auch wurscht, weil, ja, wie gesagt, also jetzt haben wir natürlich erstmal das Problem, dass das Team raus ist. Er hat Escape gedrückt, also da muss irgendwas passiert sein. 5 Minuten 16 muss er warten. Er muss natürlich jetzt so schnell wie möglich wieder auf den Server rauf. Dass hier außerhalb der Zeiten nicht berechnet wird, das funktioniert wohl nicht. Ja, er ist auch schon wieder drauf, also alles gut. Was wollte ich sagen? Ja. Mach weiter. Ja, wir machen eben schnell Standing und dann komme ich zu unseren Interviewgästen. Da haben wir gleich was. Also, wo war ich? Auf der 12. Auf der 13 haben wir den aktuellen Stefan Kanz, aber der ist an der Box. Dann haben wir auf Position 14 AVA Motorsport. Auf der 15 Accuracy Sim Motorsport AMR. Auf der 16 VUD Multigaming. Auf der 17 Witchwood. 18 Ace Racing GT, okay, ich habe jetzt die letzten 2 Stunden nicht verfolgt. Daher weiß ich nicht, was mit denen da passiert ist, weil es waren eigentlich Top-Ten-Fahrer, also Kandidaten, so rum. Auf der 19 Sim Racing PL Race Board.
auf der 20MS RF2 Motorsport. 21. Position GT Racing. 22 R Factor Sim Motorsport. 23 KRF SSR Motorsport. 24 LSF Racing. 25 Satellite Racing 1. 26 Robot Sim Racer PRL 2. 27 Sim Race 3. Und ja, nicht mehr dabei. Position 28 Willcraft GTR 30 Team Racing Zack Drive 1 Engineering Sim Motorsport AMG und Martini Racing. Und ich begrüße ganz recht herzlich, ja, wenn er kommt, dann ist es genauso wie bei Michael Reiter und Stefan Kahn Spaß im Channel, Peter Grau und Mario Berg. Ja, schönen guten Abend. Jo, schönen guten Abend. Ja, ja, schönen guten Abend. Achso, ich soll machen oder wie oder was? Ja, ja, du kannst doch gut mit den beiden. Ach, kann ich? Ach so. Ja, nee, nicht, wie? Ja, keine Ahnung, was er jetzt da hat. Ist immer ein bisschen scheu in den Interviews. Also da arbeiten wir noch dran. Jetzt muss man doch mal. Wo seid ihr überhaupt hin? Wie seid ihr denn jetzt auf Platz 5 gekommen? Was ist denn da passiert? Erzählt mal. Ja, nachdem Marius von mir übernommen hatte und sein Doppelstint gefahren ist, wollte er dann auf den Carsten Wilhelm übergeben und Standbild bei beiden genau beim Nullpunkt des Fahrerwechsels. Mhm. Dann mussten wir runter vom Server und eine 520 absitzen und waren erstmal, ich glaube, auf 8 Marius, oder? 8 oder 9, ne? Ja, genau. Ja. Ja. Ja, und dann ging es halt, so wie es jetzt ist, wieder kontinuierlich nach vorne. Carsten ist eben, glaube ich, mit einer 23.8 aus der Box raus die schnellste Outlap überhaupt des Rennens gefahren. Und der gibt hier momentan richtig Gas. Und wir hoffen eigentlich noch so klammheimlich. Wahrscheinlich wird es jetzt passieren, weil wir sind mit unseren Stops fertig. Kriegen wir den Tomek Kempf noch und Skype Team Racing 1. Und dann werden wir wohl, wenn alles gut geht, Auto 4 abschließen. Ja. Ja, das werden wir uns anschauen. Also momentan sieht es so aus wie. Ja. Seid ihr jetzt eine Runde zurück? Ja, ist ein bisschen schade. Ich sag mal, wir sind momentan so, wissen nicht, ob wir lachen oder weinen sollen, weil das ist so ein zweischneidiges Schwert. Mehr Kilos in Bathurst ist keinesfalls gut. Aber wir sind hier um Sieg mitgefahren und ich sag mal, ein Sieg hier in der Klasse Multileague ist schon eine Nummer, ne? Ja. Ja, na gut, also wie gesagt, es ist zumindest noch so glimpflich ausgegangen, dass es jetzt nicht aus den Top 10 rausgegangen ist, also dass die Abstände hier vorne in den Top 10 doch schon etwas weiter auseinander sind. Ansonsten ist das natürlich dann immer noch schwieriger oder es ist noch deprimierender, auch wenn jetzt das zeitlich gar nichts ausmacht, weil es ist dieselbe Strafzeit, egal wie die anderen Abstände sind, aber nichtsdestotrotz für die Motivation ist es natürlich dann immer noch ein bisschen schlimmer, wenn man dann aus den Top 10 rausfällt. Somit hat er ja jetzt Platz 5 erstmal. Damit bei der Musik, aber wie gesagt, also eine Runde. Nee, ihr seid in derselben das Runde. Noch, das sind noch 15 Sekunden und ich denke mal, da wird Carsten noch richtig, noch richtig aufdrehen. Ja gut, also den Tomek, das mag ich glauben. Muss man mal gucken, ob die Zeit reicht tatsächlich, ob er bis auf die 4 noch rankommt. Ach, die sind ja auch in der Runde mit euch. Die ist gleiche Runde, ja. Naja, gut, da sind ein paar mehr. Aber das ist ja schon mal richtig gut. Ja, nee, Thomas Kempf sind 60 Sekunden. Ach so, nee, Moment. Quatsch, Blödsinn, was erzähl ich? Ihr seid 15 Sekunden, ja, und Kempf dann nochmal. 59 Sekunden auf Buxa. Ja, richtig, so, ja. Ach so, nee, hast du irgendwas von 2 erzählt. 2 Plätze gut machen. Nee, auf Platz, ja, auf Platz 4, ja. Nee, irgendwie hatte ich den und den noch und ja, gut, egal. Wie auch immer, jedenfalls, Platz 4. Ja, 10 Kilo, die kann man schon mitnehmen nach Bathurst. Ich glaube nicht, dass man die so wahnsinnig doll spürt. Nein, die 10 Kilo sind okay, aber ich sag mal, wir wären ja um den Sieg mitgefahren und dann wären es dann schon ein paar mehr gewesen. Und okay, jetzt gucken wir uns das Ding so an. Und deswegen sage ich ja, wir wissen nicht, ob wir lachen oder weinen sollen. Also den Sieg hätten wir natürlich schon sehr gerne mitgenommen, aber die Kilos hätten wir dann auch bekommen. Ja. So fahren wir auf 5, kriegen nichts dazu im Moment und werden auch nichts groß. Und bei der 4 riskieren wir nochmal 10 plus, aber da können wir mit leben. Ja, denke ich.
Ja, Mensch, ansonsten so der Rennverlauf, irgendwie alles ein bisschen besser als in Spa, ne? Oh, Spa war gut, Marius. Ja, ja jetzt, also. Ja, aber jetzt mal von eurem Rennglück abgesehen, es gab ja dann auch noch die Lecks und es gab Vorfälle und. Also, das ist, glaube ich, dieses Mal dann doch schon ein bisschen. Der Server scheint ja absolut stabil zu laufen und die letzten, ja. Ja, die Lecks lagen ja nicht am Server, die lagen ja an der Anzahl der Autos, also das Numberplates und sowas. Alles. Nee, das Server relativ wenig mit zu tun. Gab auch uns war keinen Absturz. Es gab nur jede Menge Mismatches. Richtig. Ja, also von daher, ja, ist das halt, also ich finde es, glaube, also wir hatten heute wieder ein Mismatch, auch wenn Daniel Schmidt mir einen unterschieben wollte. Irgendwann so mit 6 Uhr kam er hier ganz aufgeregt angerannt. Oh, da war ein Mismatch auf dem Server. Ich sag mal, ich war gerade irgendwie. Polen hatten, ach nee, um 3 war das, genau. Die Polen hatten gerade das, den Livestream übernommen. Ich saß schön beim Nougat-Schnittchen in der Küche und ja. Nougat-Schnittchen? Ja, nee, was auch immer. Haben wir keinen. Also, ja, nee, war auch keiner. Heute, glaube ich, nicht. War auch keiner, nee. Das ist auf jeden Fall schon mal positiv. Und weil da haben wir, wie du ja schon sagtest, in Spa wirklich genug. Und ich sag mal, das macht dann auch so ein Server nicht mehr mit. Und von daher ist es auch vollkommen richtig, den in so einem Fall auch neu zu schlagen. Genau. So, dann haben wir da heute doch ein relativ gutes. Aber gut, die 12-Stunden-Rennen waren immer relativ problemlos. Also da haben wir selten wirklich Probleme gehabt. Kommt dann in Bathurst und nicht nur für die Server und für die Technik überhaupt, sondern halt auch ja, für die Fahrer. Wie steht ihr denn zu Bathurst? Ja, Marius, wie stehen wir zu Bathurst? Ich würde auf jeden Fall mal sagen, eine sehr anspruchsvolle Strecke, die so gut wie keine Fehler verzeiht. Vor allem, wenn man jetzt nachdenkt, ist ja halt wieder ein 24-Stunden-Rennen. Die Nacht ist lang und die Mauern sind halt sehr nah an der Strecke und ein kleiner Fehler. Und ja, man kann halt direkt an die Box und sich mal einen neuen Splitter gönnen. Wird auf jeden Fall ein sehr schönes Rennen und ich glaube, diejenigen, die am wenigsten Fehler machen, verbunden mit der guten Rennpace, werden auf jeden Fall vorne stehen am Ende. Ja. Ich meine, es hat ja im Vorfeld Diskussionen über die Laguna-Strecke hier gegeben und ich sag mal, ich kann nur allen sagen, freut euch auf Bathurst. Da ist Laguna ein Abklatsch und wirklich ja. Super gut zu fahren und das hat sich auch heute wieder gezeigt. Also man hat jede Menge Situationen vorausgesagt und passiert ist eigentlich gar nicht viel. Ja, ist immer so. Immer dann, wenn am meisten geheult wird über die Strecken, erinnert dich letztes Jahr an Eastern Creek. Ja. Ist es da hinterher auf einmal das geilste Rennen gewesen. Habe ich jetzt sowas von oft gehört, also ja, da machen wir uns auch gar keine großen Gedanken drüber. Also erstmal fahren, dann maulen. Genau, so sieht's aus und naja, wie gesagt, also alles gut im Moment und ja, wie gesagt, für euch, für euer kleines Pech, sag mal, es gab andere hier, die hatten deutlich mehr Pech. Nichtsdestotrotz, das Pech der anderen, was geht mich fremdes Elend an, muss ich ganz sagen, ist auch der richtige Spruch dann, weil erstmal ist die Jacke näher als die Hose und dann, ja, wenn man hätte um den Sieg fahren können und man kann das dann halt nicht mehr, dann ist das genauso dramatisch. Aber wie gesagt, das ging auf Federsport so, also die waren auch klar favorisiert hier. Ja, die waren ja richtig schnell. Ja, ja. Brzezinski hat ja hier ein Feuerwerk abgebrannt, auch in der Quali, das war ja schon wirklich ohne Worte. Und aber auch ohne Kigos. Ja, ja, gut. Das ist trotzdem, wie gesagt, wir hatten noch die Diskussion mit dem Karol, mit dem Poniatowski. Der hatte mir dann halt auch noch erzählt, er hat da mal den Ferrari probiert und war auf dem Schlag im zweiten Sektor eine halbe Sekunde schneller als mit dem Porsche. Das sind dann jetzt noch so Sachen, die dann noch dazu kommen. Eventuell hat man jetzt für die Strecke gerade nicht so wirklich das passende Auto und bei dem anderen passt es super gut. Das ist natürlich, wenn man die Zeit noch hat, noch andere Autos zu testen, um das mal rauszukriegen, dann ist es eigentlich auch ein Jammern auf hohem Niveau. Aber gut, ja, das wenn man sich die 5 Strecken anguckt, dann wird sich das irgendwo wieder ausgleichen. Das wird sich ausgleichen, da bin ich mir hundertprozentig sicher. Und naja, gut. Also ja, Mensch, dann werden wir mal gucken, was euch hier am Ende noch blüht, wo es hingeht. Also der vierte Platz ist durchaus in Reichweite. Naja, und dann 8,9 Sekunden. Dann muss die
Rennzeit ja auch erstmal rumgehen, ne? Also da, ja, so ist es. Ne? Da auch noch ein bisschen was. Ja, ihr Lieben, dann würde ich mal sagen, wir werden sicherlich noch ein paar Leute jetzt kommen, kurz vor Schluss, weil... Ja, wir machen uns jetzt auch wieder runter, wollen den Carsten noch ein bisschen unterstützen. Genau, letzten, geht dem mal noch ein bisschen auf den Senkel. So. Also, okay, vielen Dank, dass vielen er da war. Viel Spaß euch noch. Genau, also jo, Peter, viel Marius, jo, viel Glück. Ciao, ciao. Ciao. Dann, ciao. So, dann werden wir mal gucken hier, wie es auf der Strecke aussieht. Dunkel ist es. Es ist wirklich dunkel wie im Bärenpopo. Also... Ja. RD, erkennst du noch was? Also ich kann noch was. Also ich kann zumindest erkennen, welches Fahrzeugmodell es ist. Echt? Nee, also ich sehe nur noch Lampen, BMW. Also. Aha, super. Ja, gut, also ich sehe hier nichts. Aber auch daran, dass ich hier das auf einem relativ großen Monitor habe. Dann noch etwas pixeliger wird, weil die Auflösung wird natürlich nicht höher. Und ja, also wie auch immer, jedenfalls hier, also das ist glaube ich Mercedes, den wir jetzt hier haben. Das müsste der einer der beiden Rovus sein, oder? Ja, Rovo 2. Naja, wie auch immer, auf alle Fälle sollten wir uns jetzt mal so langsam. Jetzt haben wir natürlich aber den Zeitpunkt so ein bisschen verpasst der letzten Boxenstopps. Also ich weiß jetzt nicht so hundertprozentig, wer da noch in der Box war, aber bei den ersten dreien ist das Thema, glaube ich, gegessen. Also ganz klar ist, Notox hat hier wieder alles richtig gemacht. Wie auch immer sie es getan haben, mit dem Zusatzgewicht, mit, ja, einer ziemlich beeindruckenden Leistung, also wirklich Teamleistung. Also nicht nur allein der Ronny hat hier die Sachen rausgefahren, auch Sebastian hat den Vorsprung verwaltet, hat noch was draufgepackt. Und natürlich auch der Sascha, der hat dann etwas mehr verwaltet als draufgepackt, aber trotzdem, die Teamleistung ist wieder mal astrein. Die haben jetzt 3 Runden und 30 Sekunden Vorsprung. Also ich glaube, das ist, da braucht man sich jetzt keine Gedanken weiter drüber machen. Ja. Jetzt Kfz-Teile Team 1 es eventuell noch schaffen, selbe Runde zu kommen mit Ecurisim Motorsport. Selbst wenn, hätten sie dann noch 1 Minute 16. Also die Runde plus 1 Minute 16. Nee, das werden sie nicht mehr schaffen. Auch wenn sie jetzt so, und wenn wir uns die letzten Rundenzeiten angucken, die waren fast identisch. 1:25.459 für Dimitri Bukta. Und 1:25.427, also nur geringfügig schneller, gerade mal 32.000stel schneller, der Alex Schley. Also das ist, glaube ich, soweit auch. Jetzt sind die aber in derselben Runde und die haben 1 Minute 15 Rückstand. So sieht es nämlich aus. Genau. So, und wir sollten vielleicht jetzt mal auf den Carsten Wilhelm gehen. Er müsste nämlich jetzt so allmählich... Da stehen jetzt noch 3,5 Sekunden. Hin zu Tomek Kempf. Und er fährt eine knappe Sekunde, 8 Zehntel schneller als der Tomek in der letzten Runde. Das könnte gut sein. Wir machen mal hier mal ins Cockpit. Und ja, da vorne sehen wir, da ist noch der Meister hat lag. Dennis, genau, Dennis hat gerade noch dazwischen. Und ja. Das könnte hier noch ein schöner Showdown werden. Vielleicht noch ein bisschen früh. Wir hätten noch gut Zeit. 40 Minuten. Genau sogar. Also nochmal an die Teams hier, ganz, ganz wichtig. Drückt bitte kein Escape. Fahrt. Nachdem ihr gefinisht seid, in die Box und wartet dann, bis die Session umschaltet. Wir machen das dann per Hand. Hat den Hintergrund, dass wir von Marcel Offermanns eine Nachricht bekommen haben, dass es passieren kann, dass man, trotzdem man schon gefinisht ist, noch eine Strafzeit aufgebracht wird.
auf gar keinen Fall Escape. Mal davon aus, dass das mittlerweile auch schon in Form steht. Ja, es steht im Forum, aber werden wir jetzt mal hier in den Livestream reinschreiben. Werde ich jetzt mal ja, das wird jetzt mal ein bisschen ruckeln hier, das nützt alles nichts. Dann. Da sind wir wieder. Ihr seht die Informationen im Livestream. Bitte auf gar keinen Fall Escape drücken, sondern fahrt in die Box und wartet, bis die Session automatisch weiterschaltet. Ja, Mensch, Christoph. Du darfst noch nicht mal das Rennen zu Ende fahren. So weit ist es schon gekommen, du. Was? Ja, ich merke schon. Nee, sag mal, was hast du gesagt? Ich dachte, jetzt darf man noch nicht mal, du weißt ja gar nicht mal, um was es ging jetzt gerade. Also von daher war die Bemerkung auch überflüssig. Es geht darum, dass die Teams hier keinen Escape drücken dürfen, auch wenn sie schon gefinisht sind, nachher beim Rennende. Und, Achso, ja. Mhm. Ah, ja. Stimme ich dir voll zu. Da habe ich dann halt gesagt, es darf man nicht mal mehr das Rennen beenden. Genau, so, haben wir jetzt hier, können wir jetzt hier Autos wechseln oder nicht? Ja, können wir oder können wir, genau. So, wen haben wir denn hier? Da haben wir Carsten Wilhelm, der überrundet jetzt hier gerade. War aber nicht mehr bei Carsten Wilhelm, sondern nur bei Hartlack. Da wollten wir eigentlich nicht hin. So, und Carsten Wilhelm ist natürlich vorbei an Tomek Kempf. Also, wie weit Motorsport ist jetzt auf der vierten Position. So, wen haben wir jetzt hier noch davor? Ach, das ist Wischnewski. Das ist eine Überrundung, das ist Federsport Polen 2. Und noch
So, und das Petersport Poland 1 Team, ich weiß jetzt nicht, ob die jetzt schon eine Runde dazugekommen haben oder nicht, weil der Sebastian, was der jetzt mit denen gemacht hat, aber ich würde da mal fragen gehen, was da jetzt passiert, ob da jetzt noch was passiert oder erst after race. Und Christoph, warte mal ganz kurz, ich frag mal Sebastian. Jo. Ja. Es ist schlimm, sich doppelt zu hören. Ja. Das kann ich jetzt auch nicht Video. Sonst höre ich nicht, wenn wir da. Ja, ich hab mich doppelt gehört bei dir, da oben. Was? Voller Lautstärke. Ja. Aber egal. Ja, also es ist so, das wird After Race geklärt mit das Poland. Ist, da müssen die Lokfalls erst genau geguckt werden, was da passiert ist. Und die sind der Meinung, dass sie zweimal 5 Minuten bekommen haben. Gab es halt irgendwie eine Ansage von, also auf einem Feature, das des neuen Features des Plugins beruhte, die aber wohl so nicht funktionierte. Das werden wir dann sehen, was da passiert. Also es wird After Race geklärt und dann auch kann gut sein, dass wir das eventuell nach Runde 480 fährt. Runde 481 fährt. Noch bitter werden könnte. Also das müssen wir aber, wie gesagt, erstmal sehen, was da machen wir jetzt vorher. Haben wir jetzt gerade getan, okay. Kann sein, dass die 3-4 Runden noch zu. Weil etwas getan haben, sich scheinbar als Einziger an die Ansagen gehalten haben und dafür ist bestraft. Okay. Weil die Ansage nicht wartet. Voll. An und die. Also werden wir gucken, was da. Gut. Deine Sätze kommen nicht ganz an. Wie, die kommen nicht ganz an? Ich weiß nicht, ob du zu weit vom Mikrofon weg bist. Nee, aber eigentlich nicht. Also mein Lämpchen leuchtet auch. Aber nicht, also bei mir zumindest nicht andauernd und mitten im Satz war es auch mal kurz weg. Also, ah, okay. Ich krieg hier gesagt, es geht nur noch um eine Runde. Also, sorry. Kommando zurück. Also es geht tatsächlich bei Fehlersport nur noch um eine Runde. Ich hatte nämlich vorhin die Nachricht bekommen, dass sie nochmal eine Strafe abgesessen haben. Und deswegen ich da so ein bisschen verwirrt war. Also, sorry, alles ist gut. Also, dann ist das eigentlich für das Rennergebnis fast irrelevant. Also, wenn ich jetzt hier mal schaue, ja, sie könnten theoretisch noch vor Kfz-Teile Team 3 kommen. Also, mehr geht aber auf gar keinen Fall. Ja, und dann werden wir das mal sehen. Genau. Wir sind jetzt in den letzten 30 Minuten. Ich weiß jetzt nicht, ob die Freunde aus Spanien und aus Polen jetzt nochmal zu uns kommen. Ivan, Kuba, Patrick und Ferran. If you want, you can join us here and we can make the comments for the last 30 minutes together. Ja, werden wir sehen. Solange das nicht der Fall ist, machen wir das in Deutsch weiter.
ist einfach ein bisschen entspannter für uns. Ist zwar nicht ganz im Sinne der internationalen GT3 Endurance Multileague, aber mein Gott, was sollen wir jetzt machen? Uns hier ein Rad brechen, das ist dann halt auch immer so eine Sache. Zusammen macht das, geht das, aber alleine, muss ich ehrlich sagen, bin ich da noch nicht so für gerüstet. So. Genau. Gucken wir mal. Uiuiui, jetzt werde ich aber langsam müde. Ja. So, Notox führt vor 18 Teile 24 Team 1 und Acry Sim Motorsport. Ich denke mal, hier wird auch nicht mehr viel passieren. Auch wenn Carsten Wilhelm jetzt eine halbe bis eine Sekunde schneller fährt als Dimitri Butcher, also die Wahrscheinlichkeit, dass er hier noch die Runde aufholt, halte ich für relativ gering. Wo es allerdings nochmal richtig spannend werden kann, zwischen Dimitri Butcher und Alex Schley, wobei die letzten Rundenzeiten wirklich wieder nur um Tausendstel differieren. Allerdings sind nur noch 10 Sekunden. Man darf auch nicht vergessen, da sitzen zwei wirkliche Könner am Lenkrad. Also, ja, cool sind sie alle beide. Abgebrüht. Mal gucken, ob der Alex Schley das verwaltet kriegt. Eigentlich sollte das so sein. Oder? Was meinst du? Ja. Vielleicht kannst du mal, bist du drauf auf dem Dimitri? Erkenne ich jetzt gerade nicht. Ja, du bist, ja, nee, sind wir nicht. Nein. Also, der gibt jetzt die Farbe bei Dimitri Butcher, also der gibt jetzt hier auch Lichthupe wie wild. Und, ja, der fährt jetzt wirklich alles, was geht. Und in der letzten Runde war er 7 Zehntel schneller. Also das wird jetzt hier wirklich eine heiße Kiste zwischen den beiden. Aber der Abstand ist trotzdem gewachsen. Also das kann schon noch auch aus der Vorrunde sein. Der Abstand jetzt bei 12 Sekunden. Muss man natürlich jetzt erstmal abwarten. Wo es auch nochmal sehr, sehr spannend zugeht, da kann man auch durchaus mal hingehen. Beiden hier. Und zwar ist das Tomek Somanski, der hier für Simracing PL Raceboard unterwegs ist. Auf der Position 21 gegen GT Racing, gegen Ismael Lopez auf der Position 19. Die beiden trennen gerade mal 2,5 Sekunden. Und ja. Auch da, ich meine, da geht es nicht mal mehr um Punkte, aber es ist natürlich schön zu sehen, dass man hier bis zum Schluss in irgendwelchen Zweikämpfen unterwegs ist. Ja, so wie es aussieht, für Notox 2 reicht es nicht für eine Top-10-Platzierung. Aber ich denke mal, dass man insgesamt auch mit dem derzeitigen 13. Rang doch ganz gut zufrieden sein kann, wenn man jetzt mal sieht, vor sich hat man Stefan Kahnes, Karol Poniatowski, Micha Reiter. Und wer war der Vierte dort? Wer ist da noch gefahren? Wer sind die drei alleine gefahren? Ich weiß es jetzt gar nicht. Ich glaube, die waren allein unterwegs heute. Also wie gesagt, da geht auch noch ein bisschen was. Und, also da kann man schon sagen, okay, ne? Also da kann man mit Leben, Feder, Sport, Polen 2 vor ihm, Skype, das, vor ihm. Also das ist schon ganz ordentlich. Witschwort hinter ihnen,
Accuracy SimSport AMR hinter ihnen, VOD Multigaming dahinter, Ace Racing dahinter, die sind mittlerweile auf Platz 18, also da geht scheinbar gar nichts. Ah, Sven Heine fährt noch im Team 2, danke für den Hinweis. Genau, der hatte ja den Disconnect, deswegen ging es ja auch für die Jungs raus aus den Top 10 für die Kfz-Teile 24, Team 2. So, jetzt wollen wir mal gucken, ob es hier irgendwie schon langsam einen Gegner in Sicht gibt. Ja, da vorne ist er. Das ist hier der direkte Zweikampf. Wir haben auch immer gut ein Auge nach vorne. Da sind es wieder 10,5 Sekunden geworden aus den 12. Aber so wie sich die Rundenzeiten hier gestalten, jetzt war Buksha wieder 4 Zehntel schneller als Schley. Also wird das wohl ein sehr, sehr zähes Unterfangen. Und ich glaube nicht, dass er die 10 Sekunden in den Verbleiben 23 Minuten zufahren kann. Und dann muss er ja auf dieser vermaledeiten Strecke ja auch nochmal erstmal vorbeikommen. Das ist ja auch nicht so ganz ohne. Wenn man hier um einen zweiten Platz in der Gesamtwertung kämpft, dann ist man natürlich auch nicht geneigt, den anderen einfach mal vorbeizulassen. Mensch, Mensch, Christoph, da hast du ja mit deinen 500 Runden da fast ins Schwarze getroffen, doch. Ja, ich hab nochmal eben nachgerechnet, also wir müssten, also 506, 507 erreichen. Ja, ja. Ja, das muss ich dir heute hoch anrechnen. Was krieg ich dafür? Ja, pff, nix natürlich. Ich sag ja, ich rechne es dir hoch an, also. Ja, keine Ahnung, also. Gute Haribo, falls wir uns mal sehen, also die lasse ich schon springen, ja, ja. Ja, da hätte ja klappen können. Ja, ja. Ja, oder falls du es mal endlich mal nach Dänemark schaffen solltest, würde ich dich dann wohl mitnehmen. So, ja. 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 Ich denke mal, das wird in 5 Jahren auch nichts. Aber gut. Mal sehen. 5 Jahre, so weit planst du schon? Naja, also ich sag mal so, ich plane schon Simrace.TV noch so lange wie möglich zu machen. Und naja. Und ja, und Dänemark als das Event schlechthin, das lasse ich mir so schnell nicht nehmen. Also. Doch, doch, ich glaube schon, dass ich das noch ein bisschen mache. So ein paar, ich weiß ja nicht, wie lange die Jungs das, also ich glaube schon, dass die das auch noch 5 Jahre lang machen. Wenigstens. Und die sind da ja echt gut drauf. Und so geil, wie das dieses Jahr war. Also, oder jedes Jahr spürt man halt eine deutliche Verbesserung. Was einfach mit der Anzahl der Teams, mit der Anzahl der teilnehmenden Teams zu tun hat. Heute, dieses Jahr waren wir 22 Fahrzeuge auf der Strecke in einem LAN-Event. Also das war schon ziemlich großartig. Da geht es nicht darum, dass wie viel da insgesamt hinkommen, sondern es geht darum, der Aufwand, der betrieben werden muss, um dort mitfahren zu können. Das muss man erstmal gestemmt bekommen. Also nicht nur die Anfahrt mit dem ganzen Equipment, sondern auch die ganze Vorbereitungszeit. Das geht ja schon im Mai, Juni los. Also die haben ja so 3-4 Monate Vorbereitung. Mit allen möglichen Vorbereitungsrennen und Briefings und weiß ich nicht was. Und naja, also da muss man schon echt gut vorziehen. Vor allem auch vor den Teams, die da teilnehmen. So, aber hier tut sich hier momentan nicht so wahnsinnig viel, habe ich den Eindruck. Also die sehen sich wohl gut, aber das, ja, die 2,5 Sekunden, die stehen hier nach wie vor auf der Uhr. Jetzt könnte es eventuell was werden, oder? Nee, wird auch nix. Wenn ich mal mit nach Dänemark komme, dann sollte ich eventuell noch einen Englischsprachkurs machen. Ja, ja, gut, den brauche ich auch, aber ja, das geht schon alles. Sonst hat man ja Hände und Füße doch um kommuniziert. Ja.
So, gehen wir mal wieder zu Dimitri Buksa. Also wenn ich das jetzt richtig sehe, ist Carsten Wilhelm jetzt auch in derselben Runde mit Platz 2, 3 und 4. Das würde bedeuten, ja, also ich denke mal nicht, dass da jetzt noch großartig Boxenstopps kommen in den letzten 18 Minuten. Ja, jetzt wollen wir mal schauen, was der Herr Buksa jetzt hier noch reisen kann. Es sind aber nach wie vor 11,5 Sekunden, also es schwankt immer so zwischen 10 und 12 Sekunden. Ich denke mal, jetzt war Alex Schley wieder einen Ticken schneller. Also das ist eher, also Carsten Wilhelm fährt tatsächlich momentan pro Runde fast eine Sekunde schneller als die beiden. Aber gut, da bräuchte er auch noch 50 Runden, um daran zu kommen. Oder 40 zumindest. Also, nee, das halte ich für eher ausgeschlossen. Ja, und bei Buksa wird ja auch nicht mehr so wahnsinnig viel passieren. Nichtsdestotrotz, denke ich mal, ist das eine ziemlich großartige Geschichte. Hat sehr, sehr viel Spaß gemacht, das Rennen. Keine Mismatches, keine Serverprobleme. Gab ein paar Disconnects, die gibt es immer. Das ist nochmal einfach so. 12-Stunden-Rennen sind aber auch keine 24-Stunden-Rennen. Das heißt, ich kann jetzt hier aus diesem Rennen nicht daraus schwer aufschließen, dass das nächste 24-Stunden-Rennen absolut problemlos verläuft. Was natürlich positiv stimmt, ist die Tatsache, dass wir diese Performance-Probleme nicht mehr haben, die wir in Spa hatten, was wohl tatsächlich diesen beleuchteten Nummerntafeln zu schulden war. Also ich denke mal, die sind da drin gelegen. Und ja. Gucken wir mal, dass das hier, dass wir hier in Bathurst, wo es wahrscheinlich auf der Strecke komplett dunkel sein wird, also dann hier auch eine vernünftige Performance an den Tag gelegt kriegen und dadurch auch ein tolles Rennen erleben werden. Weil für mich ist es das erste Mal, dass ich ein Bathurst-Rennen oder dabei bin bei einem Bathurst-Rennen. Ich glaube auch bei der RSA wurde das nicht gefahren. Bin mir jetzt nicht ganz sicher. Und wenn, dann halt nur 20 und dann 40 Minuten Rennen. Aber freue mich sehr drauf. Ja, bei mir liegt hallo! Gucken Sie hier, hier wird noch 11 Sekunden angezeigt und der ist dran. Jetzt auf einmal habe ich die 0,340. Wir haben den Showdown um Platz 2. Dimitri Buksa ist dran an Alex Schley. Und zwar 16 Minuten vor Schluss. Ich glaube, ich brauche einen Kaffee, um mich zu beruhigen. Ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, ob der Alex... Nee, kann er nicht. Bei 11 Sekunden Rückstand kann der nicht mal kurz in der Box gewesen sein. Was wird denn das hier? Nee, ne? Außen herum. Ja, über den Kies. Das ist noch verrückter. Ja, da bin ich mir jetzt auch nicht so hundert. Jetzt gucken wir uns das nochmal an. Oh, nee, Alex Schley ist hier auf den Dreck gekommen. Alex Schley ist hier auf den Dreck gekommen. Das Auto kurz quergestellt und Buksa geht hier durch. Ja, was ein Wahnsinn. So, jetzt Alex Schley. Meine Güte. Ach Gott, wird der brechen. Wird der brechen. Der Buksa wird sein Glück nicht fassen können, dass ein Alex Schley einen so blöden Fehler macht. So kurz vor Schluss. Das ist ja nicht zu, ist ja nicht zu glauben.
hier aber komplett falsch. Da wollten wir hin. Und so wie es aussieht, kann Buksha sich hier ein bisschen absetzen. Zumindest hat er ja einen kleinen Vorsprung, konnte er hier rausfahren. Wow, das hätte ich so nicht gedacht. Ja, sensationell. So, wir haben jetzt noch 13 Minuten. Ich muss mal ganz kurz hier Mikrofon mieten. In 3 Minuten spätestens wieder da. Du kannst, Christoph, bist du da? Ja, natürlich. Okay, alles klar. Dann beobachte das mal hier noch. Ich bin, ja, ich beeile mich ganz doll. Mal mit der Ruhe. Aber jetzt. Darf ich wieder einen Leiter stellen? Wenn es los. So. Ja. Ja. Ich wollte gerade so ein bisschen den Abstand hier zwischen 2 und 3. Muss sagen. Wir kommen in den letzten Runden. Die Dimitri hat eine 1,24 Uhr gefahren und der Alexander Schley 1,24,6,5,6. Aber nicht so möglich, auch 4 von 12. Ansonsten. Gar nicht so viel eigentlich. Außer dass der Lutz wieder da ist. Ja. Hast du dich jetzt wieder noch selber gehört? Ja. Ah, jetzt bist du auch gerade hier ein bisschen leiser geworden. Ja, ich bin gerade leiser. Mhm. Ja, tolle Sache jedenfalls. Gut, also Alex Schley hat jetzt 2,5 Sekunden. Ich denke mal, du hast das auch moderiert.
Da wird wohl jetzt so wahnsinnig viel nicht mehr passieren. Das ist wahrscheinlich gegessen. Und wenn, dann fress ich einen Besen. Aber es kann dann halt wirklich nur sein, dass der Alex da wieder rankommt, wenn er Dimitri einen Fahrfehler macht. Ja, also ich glaube, das ist auch das von der Rennzeit her das Rennen, wo wir am wenigsten überziehen. Das heißt, es wird insgesamt werden es ungefähr 6 Minuten sein, die wir überziehen, 6,5 Minuten, wenn wir pünktlich gestartet wären. Das hätten wir können, wenn da nicht nochmal zwei Leute vom Server gegangen oder geflogen wären vor dem Rennstart. Dann wären wir auch pünktlich auf der Strecke gewesen und dann wäre es wirklich ganz pünktlich geworden. Vielleicht klappt das ja dann im Redhurst. Aber ja, insgesamt das schon mal eine deutliche Verbesserung. Ich kann mich nicht entsinnen, dass wir mal weniger als, also mindestens eine Viertelstunde haben wir immer überzogen. Also in den letzten Rennen waren es eigentlich immer so eine halbe Stunde, um 20 bis 30 Minuten. Das ist natürlich, ja, coole Sache. Das muss ich mal ganz klar sagen. Habe ich eben gedacht, dass das dann nichts mehr passieren wird, wenn da kein Fahrfehler mehr ist. Ja, den hat Dimitri mir jetzt gerade gemacht. Hatten wir eventuell sehen im Livestream und zack, ist es unter einer Sekunde wieder. Also, ja. Aber aus eigener Kraft schafft es der Alexander nicht. Wenn ich mir so die letzten runden Zeiten angucke, dann, dann wird es nicht. Aus eigener Kraft. Aber okay, 7 Minuten noch. Schönen Sonntag übrigens. Ja, ebenso. Nee, ich habe 23.59 Uhr, sagt mein PC. Also, ich habe schon 0 Uhr. Immer. Ja, das ist die Zeitdifferenz zwischen Ost- und Westdeutschland. Oi, das war doch jetzt nicht der Dimitri, oder? Nee, ne? Doch, das war er. Nein. Das gibt's doch nicht. Doch, war tatsächlich. Komm bitte auf die 7. Ja, bin ich schon. Ja! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh, und dann dreht er sich nochmal. Oh Gott, der ist völlig am Ende mit den Nerven. Ja gut, er ist wieder auf der Strecke. Oh, wie bitter, wie bitter. Mein Gott, was ein Drama hier in den letzten Minuten. Zuerst fährt Dimitri Bukscha nach einem klitzekleinen Fehler von Alex Schley an Alex Schley vorbei, kann sich absetzen auf wenige Sekunden, aber das war offensichtlich, dass er den besseren Speed hatte in dieser Phase und dass er das Rennen auf der zweiten Position hätte beenden können. Und macht hier diesen Fehler. Oh mein Gott, der Junge, der wird fertig sein mit der Welt, wie nur irgendwas. Wollen wir hoffen, dass da nicht noch mehr passiert. Ja, Moment mal, jetzt geh mal bitte. Ach nee. Ja, Carsten Wilhelm ist jetzt da auf 18 Sekunden rangefahren. Aber wenn er den wieder nicht nochmal ein paar Fehler macht, dann wird das, glaube ich, gar nicht. Ja, der Dennis Poroniak schreibt mir, Frames per Second dropped. Also er hat momentan 3 FPS per Sekunde, also pro Sekunde. 3 Frames pro Sekunde. Oh, it's very, very hard here for the team. Accuracy Motorsport, I'm a 177 team. Dimitri Bukscha has graphical performance problems, issues, trouble, whatever. And yeah, so he must. Teammate sent me a message with. Yes, only he had. Moment. We have at the moment 3 frames per second. It's very, very hard.
Thank you for the message. Yes. So, jetzt können wir nur hoffen, dass... Wo ist er jetzt wieder hin? Oh. So, jetzt hat er hier noch Besuch von einem... Wer ist der Ferrari? Ich glaube, er lässt ihn vorbei. Ja, ja, das ist das Beste, was er tun kann. Wer ist das hier? Ja, Matthäus Bobisch. Oh mein Gott, was ein Drama hier auf den letzten Runden. Ja, da kann man jetzt nicht mehr allzu viel zu sagen. Ich denke mal... Vickery... Das Motorsport-Team hat sich jetzt hier wirklich selbst ein Bein gestellt. Weil sie selbst bestraft. Das ist natürlich ganz, ganz bitter. Wir haben noch 2 Minuten und 40 Sekunden. Hier das Fahrzeug des Führenden, Notox Racing 1. Ich weiß nicht, ob man im Livestream hier irgendwas davon erkennen kann. Ich denke mal, ich glaube, die haben da ein besseres Bild als wir. Platz 2 momentan, ja, wird dann wohl auch so zu Ende gehen. Kfz-Teile 24, Sim Racing Team 1. Und auf der Position 3 ganz, ganz dramatisch Equary Sim Motorsport AMR 177. Auf der Position 4 Three White Motorsport. Und auf der 5 das Team von Skype Racing 1. Skype Team Racing 1. Das sind die Top 5. Und die von Platz 2 bis 5 sind auch alle noch innerhalb einer Runde. Also das ist schon, ja. Sind sie jetzt innerhalb einer Runde oder nicht? Jetzt noch mal zum Führenden. Weil jetzt haben wir noch 40 Sekunden. Ja? Ich wollte eigentlich sagen, das ist die letzte Runde. Genau. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob der... Ja, doch, ist noch 18. Nee, ich glaube, das schafft er nicht mehr, nochmal über Start und Ziel zu fahren. Das ist auch nicht nötig. Ronny Hähne wird hier den zweiten, also für das Team Motox 1, den zweiten in dieser Rennserie nach Hause fahren. 2 Rennen, 2 Siege, besser geht's nicht. Und mit mehr Zusatzgewicht kann man zu einem dritten Rennen hier in dieser Rennserie auch nicht starten. Haben werden in Bathurst. So, die Zeit ist abgelaufen und wir sind sehr, sehr gespannt, was uns die Teams in den Interviews gleich im Anschluss hier erzählen werden. So,
noch ein letztes Mal hier an der Boxeneinfahrt vorbei. Jetzt muss er hoffentlich nicht nochmal rein und sich ein Splash and Dash holen. Nein, es wird reichen. So, ich denke mal, man ordnet sich jetzt auch hinter dem Führenden ein. Das ist wohl jetzt auch... Nee, da kommt noch einer lang geschossen, der hat es noch nicht so ganz kapiert. Also irgendwie muss es zu Ende sein. Ja, die sind gefinished. Also das ist hier sehr, sehr schwer zu erkennen, zumal es hier auch keine Einblendungen gibt. Also, Notox Racing 1 gewinnt hier die 12 Stunden von Laguna Seca im Rahmen der internationalen GT3 Endurance Team Championship. Und ja, da kann man nur noch sagen, Gratulation, herzlichen Glückwunsch. Also besser geht's nicht. Kfz-Teile Simracing, Kfz-Teile 24 Simracing Team 1 mit Alex Schley auf der Position 2. Sind alle gefinisht, so wie es aussieht. Wir machen mal einen Screenshot von dem Ding, damit wir das hier in Ruhe zu Ende lesen können. Genau. Und jetzt haben wir hier dann auch schon das irgendwie nicht mehr so wirklich. Ah, jetzt. Okay. Genau. So. Dann haben wir auf der Position 3 Accuracy Motorsports AMR177, 3-Wide Motorsport auf der Position 4 Skype Team Racing 1 auf 5, auf der 6 Rowe Sim Racing PRL 1, auf der 7 Kfz Teile 24 Sim Racing Team 3, Federsport Poland, die Pulsetter Team 1 auf der 8, auf der 9 Banzai Motorsport, auf der 10 Federsport Poland 2. Zu diesen Top 10 hier erstmal insgesamt einen herzlichen Glückwunsch natürlich jetzt auch mal an die folgenden Teams, dass sie hier zu Ende fahren konnten. Kommen noch erstmal 5, denen wir nochmal separat gratulieren. Skype Team Racing 2 auf der 11, auf der 12 Kfz-Teile 24 Sim Racing Team 2, Notox Racing 2 auf der 13, auf der 14 A4R Motorsport WUD Multigaming. Diese Teams, die wir jetzt vorgelesen haben, sind in die Punkte gefahren. Dann auf Platz 16 Witchwood, auf der 17 Ace Racing GT, auf der 18 MSF2 Motorsport, GT Racing auf der 19, auf der 20 Acuri Sim Motorsport Sim Racing PL Raceboard auf der 21, auf der 22 Erfakte Sim Motorsport, auf der 23 KRS SSR Motorsport, LSF Racing auf der 24, auf der 25 Satellite Racing Team 1, Rover Sim Racers PL2 auf der 26, auf der 27 Sim Race Free, auf der 28 Sim Motorsport AMG. Das sind die Teams, die hier das Rennen zu Ende gefahren sind. Und Will Crave GTR 30 Team Racing ist ausgeschieden mit 386 Runden. Ebenso wie Sektor F1 Engineering mit 294 Runden und Martini Racing mit 85 Runden. So sieht das hier momentan aus. Das ist das bisherige Ergebnis, so wie das Rennen zu Ende gegangen ist. Das wirklich offizielle Ergebnis gibt es dann in einiger Zeit. Also wir werden dann sehen, dass wir da irgendwie noch was bekommen. Wir schalten jetzt erstmal den Server um, dass die Jungs hier erlöst werden. So. Und wir sind jetzt hier im Interviewmodus, hoffe ich mal. wollen wir mal hoffen, dass jetzt hier noch die Herrschaften zu uns kommen.
So. So, wollen wir mal hoffen, dass jetzt so der ja, Teamchef von Notox ist schon da. Der Zielfahrer von Notox ist auch da. Jetzt warten wir mal noch so ein bisschen auf die anderen. Ich hoffe, dass da noch ein paar kommen. Ja, es ist auch das erste Mal, dass wir alle Fahrzeuge in der Crit gefinisht haben. Natürlich auch schön zu sehen. So, so langsam geht's los. Ich weiß jetzt nicht, ob von Acquery da auch noch jemand kommt. Ja, welcome here to the winner's interview and congratulations for this fantastic race on Laguna Seca. And yeah, very heavy whatever race in the last laps between KFZ Teile 24 and Acquery Sim Motorsports. It was so great. Wir denke mal, wir können jetzt erstmal in Deutsch weitermachen, da Acquery noch nicht da ist. We send congratulations to Acquery Sim Motorsports for the third position here in this race. Yeah, and it would be fine if one member of your team can... Ah, Dennis is here. Dennis. Hi. Hi, Dennis. Tell us... Well... What your nerves? What is with your nerves? Oh, they're gone. None left. So, what must happen that with so an epic final to go in? It's so crazy. I'm missing the words for that situation. Dimitri goes on position 2. In 15 minutes before the race will finished, and then, yeah, tell us. You sent me a message here. Yes, it was problems it was with almost, FPS. It looked almost too good to be true, because we were pushing very hard for that position, but in the end, the mistake just it just came our way, and he overtook quite beautifully. And round the outside, and then he says his FPS dropped to 3. He's seen 3 frames, one before the corner, one in mid-corner, and one sort of flying towards the wall. Yeah, okay. And that was that. But and, we were lucky not to kill the car there. And the rest of the time was okay? Yes. That's it was just crazy. like one moment in the worst place possible. Okay, Alex, what you have doing with Dimitri? Have you sent him 3 FPS? Yeah, it's very hard. I'm so I can hear you are lucky in this situation, or is more angry. Well, a bit disappointed, but I think we're lucky to finish okay. After that. Yeah, it's nice to hear. I can only repeat congratulations for this race. It was very, very strange. We had very, very strange situations, and it was, I believe, one of the hardest races in this championship. Okay, Bathurst
24 hours is also hard, but yeah, for in this with this lap times and on this track, it's a special situation for all teams, and a third place is a fantastic result, and congratulations. Okay, kommen wir zu Platz 2, der Gegenpart. Alex, ich muss dich jetzt direkt fragen, erzähl mal die Situation. Also du hast begonnen mit einem kleinen Schlenker, kleiner Fehler, der Dimitri an dir vorbei, und konnte sich dann auch auf 2-3 Sekunden absetzen. Für dich war es eigentlich gelaufen, für dich war der dritte Platz klar, oder? Ja, ich hatte ja den Fehler oben in der Corkscrew, wo ich mich da weggedreht hatte, wo ja dann Dimitri wieder dran kam. Ja. Ja, und dann direkt da drauf war die Konzentration anscheinend weg, bin ich ja über diese Anti-Cuts drüber gepoltert, wo da habe ich schon geguckt, dass ich noch irgendwie den Platz verteidigen kann, aber das war dann ging dann leider nicht. Ja, und dann war es dann eigentlich nur noch hinterherfahren und hoffen, dass er einen Fehler macht, weil irgendwie kam ich auch nicht mehr mit von der Speed. Ja. Und ja, dann hat er ja zum Glück ähnliche Probleme gehabt wie ich früher im Rennen. Ja. Ja gut, aber wie gesagt, ich meine, es ist wirklich, man müsste euch beide jetzt tatsächlich zusammen auf Platz 2 setzen. Das heißt, ihr würdet mit der gleichen Anzahl von Kilos nach Bathurst gehen. nein, das machen wir natürlich nicht. Aber es ist schon, es war wirklich ein verdammt geiles Finale, nachdem es ja so eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde vor Rennen so weit aussah, als ob die Sache eigentlich gegessen ist. Okay, Carsten Wilhelm noch irgendwie so auf Platz 4 vor für ja, also dass da noch irgendwie was ist. Aber dass wir jetzt da noch so ein Finale erleben, das war eigentlich nicht zu erwarten. Umso schöner, dass es so passiert ist, mit dem nicht so schönen Ende für Aquarius im Motorsport, aber trotzdem für alle Beteiligten, denke ich mal, eine großartige Geschichte. Also ich denke mal, Platz 2, Platz 3, der Punktunterschied, der Gewichtsunterschied, es ist wie es ist. Also ich sag mal einfach, Gratulation natürlich an euch für den zweiten Platz. Also das ist auch eine tolle Sache. Ganz kurz noch, wo war denn eure Zielsetzung in diesem Rennen? War das Podest oder, ja, ich glaube schon, ne? Oder? Ja, ich sag mal, ich reite da mal ein, ja. eigentlich waren wir sagen wir, Top 5 war schon, so wollten wir auf jeden Fall, sag ich mal, erreichen, weil wussten irgendwie gar nicht, wo wir stehen vor dem Rennen so wirklich. Also der Quali, die wird dann besser als erwartet, sag ich mal so. Die Zeit hätte ich normalerweise nicht geschafft. Also das war meine schnellste Runde auf jeden Fall da. Mhm. Und ja, dann hatten wir uns fürs Rennen gedacht, Team 2 wäre von der Speed her, und da sie auch keine Kilos haben, wären sie eigentlich schneller gewesen hier mit dem Karol, mit dem Stefan, aber der Stefan erzielte das Glück immer magisch an. Ja. Und ja, die Kuba, Brzezinski und so, die waren eh außer Reichweite, die waren ja so schnell. Ja. Ronny ebenso und Sebastian, die waren halt einfach komplett fehlerfrei und sauber rennen, da konnte sowieso nichts. Wäre, glaube ich, keiner mit, ja, ich weiß nicht, mit den Polen wäre es vielleicht noch eng geworden, aber sonst. Ja, besser hätte es, glaube ich, nicht laufen können für uns. Ja, das ist richtig. In Richtung Notox wäre da was gegangen? Oder waren die auch heute wieder nicht erreichbar? Ja, oder? Nee, wir waren einfach von der Speed nicht auf der Höhe. So. Ja. Sag mal, hätten wir ein sauberes Rennen gehabt, wären wir vielleicht noch in derselben Runde gewesen, aber das war dann aber auch. Ne? Okay, alles klar. Ja, das ist zumindest ehrlich, also würde ich mal so meinen, das klang sehr. Ja, Gratulation, wie gesagt, nochmal. Kommen wir zum Rennsieger. Congratulations to Notox Racing and for the victory here in this race. Sebastian, ich weiß gar nicht, was ich jetzt sagen soll. Ich meine, habt ihr mit dem Sieg gerechnet? Also seid ihr auf Sieg, ganz klar auf Sieg gefahren? Oder war es dann eher mit dem Gewicht? Ich meine, ihr habt auch die Gewichtsersparnis gekauft, aber war das
so von vornherein eingeplant? Seid ihr wirklich auf Nein. Sieg? Nicht. Okay. Also wir hätten einen dritten Platz sofort unterschrieben. Mhm. Also klar, unser Ziel muss es natürlich schon sein, aufs Podest zu kommen, einfach aufgrund des Sponsors, den wir gewählt haben, weil wir kriegen halt nun nur für die ersten drei Plätze richtig Geld. Wir kriegen zwar natürlich nochmal für die Zielankunft, aber es ist nicht so viel, dass man natürlich auch mit 40 Kilo, man muss es ja so sehen, also die Top-Teams haben ja mittlerweile alle die 40 Kilo drin, Gewichtsersparnis, und insofern hatten wir dann ja 40 Kilo Unterschied, beziehungsweise 10 nur zu 3-Ride und 20 zu Kfz-Teile 1. Dass man in der letzten Saison auch gesehen hat, dass es durchaus möglich ist, selbst mit Kilos vorne mitzufahren. Insofern, wir haben einfach uns vorgenommen, uns aus allem rauszuhalten. Wenn die Strecke frei ist, pushen, was geht, aber sobald irgendwie Verkehr ist, immer vorsichtig machen. Und wie der Daniel dann auch schon sagt, also diesmal hatten wir einfach das Glück, weil uns ist nichts passiert. Wir hatten ein einziges Problem, das betraf den Ronny, der das Auto vom Sascha übernehmen wollte und zweimal auf den Server gekommen ist und jeweils wieder runtergeflogen ist. Und Sascha dann eben den Stop schon fertig hatte und wir mussten dann nochmal rein und ich habe dann das Auto schnell übernommen. Das hat uns, weiß nicht, vielleicht eine halbe Sekunde, halbe Minute oder so gekostet. Mhm. Aber ansonsten absolut fehlerfrei. Gut, ich hatte einen kleinen Dreher, der hat 9 Sekunden, das ist in 12 Stunden irrelevant, aber keinen Unfall, wir hatten keinen einzigen Schaden. Und wenn man sowas natürlich schafft oder beziehungsweise das Glück hat, denn auch wir hatten brenzliche Situationen, wo es nicht einfach nur mit Vorsicht getan war, dass man dort heil rauskommt, das ist manchmal einfach Glück. Ja. Und heute hatten wir es wieder auf unserer Seite. Ist wirklich schade, dass 3-Ride beim letzten Fahrerwechsel dann halt diesen Disconnect, ich weiß nicht, was es war, auf jeden Fall, der halt den Ausfall hatte, weil das wäre interessant geworden, weil die hatten ja andere Upgrades drin, und als ich vor dem Rennen gerechnet habe, kamen beide Strategien mehr oder weniger auf das Gleiche raus. Letztendlich muss man sagen, wir haben uns für die konservative Variante entschieden, weil wenn natürlich das Rennen unterbrochen wird, dann ist man mit dem größeren Tank aufgeschmissen, weil der Vorteil ist weg. Ja, ist richtig. Aber wie gesagt, beide Taktiken wären heute erfolgreich gewesen, und ein bisschen schade, dass man dann jetzt nicht hätte rausgefunden, oder dass man nicht mehr rausfinden konnte, was denn nun wirklich besser war. Ja, na gut, ich kann mich schon, also ich bin durchaus auch bereit, mich dafür zu entschuldigen, dass der Server nicht abgestürzt ist. Also, nichtsdestotrotz, klar, kann ich verstehen, bei gerade solchen Strategen wie dir, die ja sowas gerne wissen wollen und sowas auch ausrechnen und hinterher machen, aber gut, letztendlich ist es der zweite Sieg im zweiten Rennen, damit ganz klare Anwärterschaft auf die Meisterschaft. Und jetzt gehen wir nach Bathurst. Jetzt mal ganz kurz die Frage, ja, an die Meisterschaftsführenden, Sebastian, Ronny. Bathurst, was bedeutet das jetzt mit, ja, doch schon einigem Gewicht und dann auch noch auf diese Strecke zu gehen? Also ist es Schadensbegrenzung, ist es Gewicht abbauen, fahren, was geht, oder was strebt euch da so vor? Volle Attacke. Volle Attacke, ne? Was anderes habe ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht erwartet. Ja. Ah, nee, also es wird schon schwer mit 80 Kilo. Wir müssen mal schauen, was da zu holen ist. Ja. Ich denke mal, es wird schon richtig schwer, also mal schauen. Okay. Question to Dennis, Roma or Dimitri. Bathurst, I have asked now in this moment Sebastian and Ronnie, what do you think about Bathurst? What is your plan for Bathurst? Dennis. Well, as usual, we plan to take over the world and everything. Okay. I'm gonna have fun. It's a fantastic racetrack. One of our favorites in the world. Yeah, way to hell. And way to hell. Yeah, that's right. And
Yeah, what's your target for this race? To do our best, as yeah. usual. Yeah, okay. Podest, top 10, top 5, top 30. Well, top now 50. That we're now that we're third, it's probably to do better than today. Yeah. Okay. Yeah, it's sometimes it's good to hear it before so that we can ask you after the next race what's happened with your plan. Okay. Okay. Ganz kurz auch noch die Frage an Alex, Daniel, Jörg, ich weiß es gar nicht, wer jetzt hier alles da ist davon. Ja, Daniel, mach du mal, du bist immer so schön eloquent hier. Ja, also, Betters, sag mal, was wird gehen, was nehmt ihr euch vor oder nehmt ihr euch überhaupt was vor oder geht da jetzt einfach da rein und sagt, genauso wie Ronny, alles was geht? Ja, was heißt alles was geht? Ich sag mal, von uns ist jetzt noch keiner irgendwie jetzt R-Factor Betters gefahren, also... Ja. Man weiß zwar, dass es da irgendwie dann durch die Berge geht und hast du nicht gesehen, aber das war dann auch, ne? Also die Strecke jetzt so, also den Kurvenverlauf kenne ich jetzt nicht, ne? Ich weiß nicht, oh. Ist halt so, ne? Nordschleifenmäßig oder was. Aber ja, ich sag mal, ne? Man hat jetzt hier schon gesehen, dass mit den Kilos bei den Top-Teams alles immer noch enger zusammenrückt und dann wird auf der Strecke, ich glaube mal, noch ein Tick extremer sein, weil es dann doch viele schnelle Kurven sind und hängende Kurven. Ja. Da wird das Gewicht noch ein bisschen mehr auffallen. Also ich sag mal, ein Top 5 Platz sollte da schon irgendwie dann rausspringen. Ja, wenn man sich also schon die Mühe macht, ja, genau. Ja, Gentlemen, thank you very much for this great race. It was very nice to make the comments for this race. Thank you also for the organization here, and I hope the new driver association will make a job so that we can see here in the next time, in the next races, still better races, still better events, and yeah, thank you also for to Christoph, to Ferran, to Ivan and Kuba and Patrick for help here in for your help in the broadcast was very good for me. I'm too old to make a broadcast longer to 2 hours. And yeah, I hope we see you all in the next event on the 11th of January here in Bathurst. We have a long break now and I wish you all Merry Christmas. Merry Christmas and Happy New Year for you, so we will not hear us before. So yeah, for now I will say good night and I will close the broadcast now. Thank you to all. Bye bye. Bye. Bye-bye. Перетащите меня.